Seit Montag letzter Woche gibt es nun die beglaubigten Eintrittstests für den Friseurbesuch. Ja, wie wird diese Maßnahme von den Kundinnen und Kunden angenommen? Und wie geht es der Branche ganz generell, wo man zuletzt ja leider von sehr prominenten Konkursen großer Friseurketten hören musste? Bei uns zu Gast dazu nun Renate Scheichelbauer-Schuster. Sie ist Obfrau Handwerk und Gewerbe in der Wirtschaftskammer. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen bei Nachgefragt. Ja, herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Stehe gerne zur Verfügung. Ja, kommen wir zu einer allerersten Bilanz. Rund 1,5 Wochen haben die Friseurbetriebe ja jetzt wieder geöffnet. Das war von vielen sehnlichst herbeigesehnt worden, aber doch mit einer großen neuen Maßnahme. Das sind die beglaubigten Corona-Eintrittstests. Also nicht Tests, die man unmittelbar vor Ort im Geschäft macht, sondern man muss sie vorher schon gemacht haben und einfach mitbringen. Wie sehr wird diese Maßnahme akzeptiert? Also lassen Sie mich einmal sagen, wir sind wahnsinnig froh, dass wir wieder aufsperren konnten. Wir haben ja immer gesagt, unter gewissen Sicherheitsmaßnahmen wäre jederzeit möglich, dass wir aufsperren. Wir dürfen nicht vergessen, dass gerade die körpernahen Dienstleister hier besonders auch in der Ausbildung immer auf Hygiene besonders ausgebildet wurden, bedacht sind. Und jetzt mit den Eintrittstests, ich glaube, da zeigen uns jetzt die körpernahen Dienstleister, wie es funktionieren kann. Es ist aber eben nicht so, dass die Tests, wie man das ja vielleicht in der Gastronomie erwarten könnte, aber da ist noch gar nichts fix, vor Ort gemacht werden, sondern sie müssen eben mitgebracht werden, beglaubigt werden von Gesundheitspersonal in Apotheken etwa, in den vielen Teststraßen oder auch von Ärzten. Das heißt, man hat schon einen ziemlichen Zeit- und auch Kostenaufwand, sie zu machen. Wie sehr reduziert denn das möglicherweise die Nachfrage nach einem Friseurbesuch? Ja, also zurzeit haben wir, also ich muss einmal grundsätzlich sagen, es sind nicht nur die Friseure, die jetzt aufsperren durften, sondern auch die Fußpfleger, die Kosmetiker, die Masseure bis hin zu den Nagelstudios oder Piercer oder Tätowierer. Also das sind die körpernahen Dienstleister, wo jetzt ein Eintrittstest eben vorgeschrieben ist. Und ich habe die Rückmeldungen von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die sagen, es funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Wir hätten das gar nicht erwartet, dass das so gut funktioniert. Vor allem natürlich im städtischen Bereich gibt es ja sehr, sehr viele Testmöglichkeiten und die Kunden kommen, die haben sich ja natürlich auch so gesehnt nach diesen Dienstleistungen. Da hat es ja ganz rührende Geschichten gegeben, dass Stammkunden mit kleinen Geschenken gekommen ist, weil sie so froh sind, dass sie wieder kommen können und die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben das gesehen in der ersten Woche, waren ja schon über 1 Million oder 1,5 Millionen Tests absolviert. Wo es noch nicht so funktioniert, da gibt es schon weiße Flecken. Das ist teilweise in den Regionen, am Land draußen. Also da braucht man natürlich sehr, sehr rasch auch dieses Netz an Testmöglichkeiten, die man hier kostenlos bekommt. Und hier appelliere ich natürlich, dass das sehr, sehr rasch entsprechend aufgestockt wird, damit es auch weiter funktioniert. Ja, Hand aufs Herz, würde im Fall des Falles, wo es keinen beglaubigten Gesundheitstest gibt, ein vor Ort unter Aufsicht des Friseurpersonals durchgeführter Selbsttest dann auch tun, wo man hinkommt, den sozusagen in einem Bereich des Lokals macht und sagt, schaut, ich bin der sich da jetzt testet, das ist mein Test. Ich bin nicht dazugekommen, weil es gibt im Bezirk Zwettl, es gibt im Bezirk Kufstein, es gibt sonst wo einfach im Umfeld keine Teststraßen. Ich mache ihn jetzt aber vor euch, damit ihr seht, ich bin das. Würde das akzeptiert werden? Also das wird noch nicht akzeptiert, aber ich glaube, da tut sich so viel bei den Tests. Das wäre natürlich für unsere körpernahen Dienstleister sehr, sehr wünschenswert. Das würden sie sicher gerne umsetzen. Wichtig ist, dass wir mal mit diesem Eintrittstest öffnen konnten. Und das ist jetzt der erste Fall, wo diese Eintrittstests verlangt werden. Und wenn das gut funktioniert, dann könnte das auch, wie Sie es schon angesprochen haben, auch für andere Bereiche, also Gastronomie, Hotellerie oder andere Veranstaltungen funktionieren. Das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, dass man schaut, dass man die Pandemie, die Zahlen nach unten drückt und trotzdem die Wirtschaft schon langsam hochfährt.
Und wir hängen ja alle zusammen und es ist hier wirklich, ich appelliere hier auch an die Kundinnen und Kunden, vielleicht nicht nur, wenn man zum Friseur gehen möchte, wenn man zur Kosmetik gehen möchte, hier einen Test machen. Ich mache auch jede Woche, nehme ich das Angebot von meiner Heimatgemeinde an und gehe zum Test. Und wenn wir hier die Menschen rausfischen können, sozusagen, die angesteckt sind, die gar kein Symptom haben, aber das Virus weitergeben, ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig und würde uns helfen, damit wir nicht in einen weiteren Lockdown schlittern. Keine Frage, es ist ja auch sehr einfach. Auch ich mache jede Woche 4, 5, 6 Tests. Diese Woche werden es wahrscheinlich 6 werden. Also es ist einfach eine relativ einfache Angelegenheit. Sollte überall Platz greifen und man könnte die Pandemie vielleicht doch noch schnell in den Griff bekommen. Kommen wir zur sehr negativen Begleiterscheinung des Ganzen. Es war dann doch sehr lange zu und manche sagen viel zu lange. Es gab leider große Konkurse, die bekannt gegeben wurden, jetzt noch vor den Öffnungsschritten. Etwa Bundi und Bundi oder auch der Friseur Glier mit 30 Standorten. Das sind also jetzt nicht nur kleine Betroffene, sondern auch größere Ketten, wo man annehmen hätte können. Es gibt eine gewisse Finanzkraft, aber die hat offenbar nicht ausgereicht, über diese Durststrecke drüber zu kommen. Wie ist jetzt generell die Lage in der Branche? Wie ernst ist es betriebswirtschaftlich? Ja, es ist, wir haben ja sehr, sehr viele staatliche Hilfen. Es ist uns als Interessenvertretung in Österreich gelungen, dass hier ein dichtes Netz an Hilfsmaßnahmen geknüpft wurde. Das hilft den Betrieben. Aber es ist natürlich klar, dass nach einem Jahr Corona alle Reserven in den Betrieben aufgebraucht werden und das Auf und Zu ist natürlich auch sehr, sehr schwierig für diese Branchen. Und es ist natürlich klar, die besten Hilfsmaßnahmen nützen uns nichts oder helfen natürlich schon, aber ersetzen natürlich in keinen Fall ein offenes Geschäft und ein wirtschaftliches Leben. Ja, Bundi und Bundi oder Glier, das sind sehr prominente Namen. Da fragt man sich jetzt, ist das nur die Spitze des Eisbergs? Und darunter gibt es viele andere, die nur medial nicht so präsent sind, weil sie einfach nicht so bekannt sind und trotzdem in Konkurs gehen und keiner bekommt das mit. Oder geht es der Branche in Summe eh nicht so schlecht und es sind jetzt eben eine wenige, die es getroffen hat, die haben halt einen sehr prominenten Namen. Wie schätzen Sie die Situation ein? Wie viel kommen da noch nach? Also wir hoffen, dass viele, viele Betriebe überleben können. Die Hilfsmaßnahmen, wie gesagt, sind in Österreich hervorragend, vor allem wenn man es mit anderen Ländern in der EU vergleicht. Wir haben da wirklich wirtschaftlich ganz große Hilfsmaßnahmen. Aber die decken natürlich alle nur einen Grund ab, das ist ganz klar. Und nach einem Jahr Corona sind natürlich die Reserven der Betriebe, die hier besonders betroffen sind, vor allem durchs Aufsperren, wieder Zusperren und so weiter, natürlich sehr, sehr erschöpft. Ich kann mich erinnern, vor über einem Jahr, also oder vor circa einem Jahr im März 2020, haben mich gestandene Unternehmerinnen und Unternehmer angerufen und waren total verzweifelt. Die haben gesagt, wir sehen da jetzt zu, wir haben natürlich auch Sorge um die Gesundheit, aber vor allem Sorge um den Betrieb, wie es weitergeht, um die Arbeitsplätze, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind völlig fertig. Wir haben so eine Angst, dass ganz schnell unsere Betriebe den Bach runtergehen. Hier greifen natürlich diese Hilfsmaßnahmen der Regierung sehr, vor allem zum Beispiel auch die Kurzarbeit, die viele Handwerks- und Gewerbebetriebe hier nutzen, noch immer nutzen. Die läuft ja jetzt im März aus. Ich hoffe, dass sie verlängert wird. Das ist eine Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir ja so brauchen im Handwerk und Gewerbe, die wir so schätzen, die qualifizierten Mitarbeiterinnen sind einfach das Herzstück in unseren Betrieben, dass wir die hier halten können und wenn weniger Umsatz ist, dass man dann entsprechend eine Hilfsmaßnahme hier in Richtung der Kurzarbeit hier bekommt. Sieht auch so aus, als ob es zu einer Verlängerung kommt. Kommen wir ganz generell zum Handwerk- und Gewerbebereich. Man hört ja aus dem Handel, einem verwandten Bereich zu Ihrem,
dass der Umstand, dass die Gastronomie noch immer geschlossen hat, sich einfach dämpfend auf den Umsatz auswirkt. Das hat man nach dem ersten Lockdown gehört, wo zuerst die kleineren, dann die größeren Geschäfte geöffnet haben und erst danach dann die Gastronomie und erst dann ist es mit dem Umsatz so wirklich losgegangen. Wie ist denn das im Handwerk- und Gewerbebereich? Spüren Sie auch den Umstand, dass die Gastronomie noch geschlossen hat und das leider noch sehr lange der Fall sein wird? Ja, natürlich. Also das wäre sehr, sehr wichtig, dass auch der Tourismus insgesamt, der Bereich, wieder aufsperrt und die Veranstaltungen natürlich wieder möglich sind. Deshalb stehen wir auch sehr zu diesem Eintrittstest als Modell sozusagen, um hier andere Bereiche vielleicht auch noch so rasch wie möglich wieder zu öffnen. Wir haben zum Beispiel im Bau hängen wir natürlich sehr, sehr stark mit dem gesamten Tourismusbereich, aber auch in allen anderen Bereichen zusammen. Ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen mit einem Textilreiniger telefoniert, der hauptsächlich an die Hotellerie liefert. Das ist sein größter Auftraggeber, ist die Hotellerie. Und der ist natürlich auch total verzweifelt. Und hier ist es auch wichtig, dass es jetzt Fördermaßnahme, diesen Umsatzersatz für Zulieferer gibt. Auf den haben wir lange gewartet, auf den haben wir sehr vermisst. Der ist jetzt beantragbar ab 16.02. genauso wie der Ausfallsersatz. Also hier gibt es viele Maßnahmen, aber es ist ein offenes Geschäft und eine florierende Wirtschaft, und da rede ich von der gesamten Wirtschaft, können natürlich durch nichts abgegolten und ersetzt werden. Das ist ganz, ganz wichtig auch für die Arbeitsplätze. Natürlich, und man sieht da auch, wie eng verwoben alles ist, ja. Wie das ein Zahnrad, ein Zahn in das andere greift, der Dominoeffekt, der einsetzt, wenn einmal etwas herausfällt, dann steht gleich die gesamte Wertschöpfungskette. Man hört aus dem Handel auch immer wieder das große Problem des Online-Umsatzes. Und da war Corona sozusagen ein Brandbeschleuniger. Es gab einen zweistelligen Zuwachs im Online-Handel. Wie ist das im Handwerks- und Gewerbebereich? Da gibt es ja sehr viele Einzelstücke. Ist der Umstand, dass das quasi lauter Sonderfertigungen sind, man denkt ans Handwerk, man denkt ans Gewerbe, da kann man wenig aus dem Katalog shoppen sozusagen. Dämpft sich dieser Umstand dämpfend auf, dass vieles in Richtung online abwandert, oder befürchten Sie hier eine ähnliche Entwicklung? Also im Handwerk und Gewerbe steht immer der Mensch im Mittelpunkt, wie Sie gesagt haben, für diese individuellen Anfertigungen. Aber natürlich appelliere ich an unsere Kundinnen und Kunden, uns hier auch die Treue zu halten. Es macht einfach, wenn ich zum Beispiel an einen Tischlerbetrieb denke, es macht wahnsinnig einen Unterschied aus, ob ich von irgendwo was herbestelle oder ob ich den Auftrag in der Region machen lasse. Also das ist wesentlich. Hier kann jeder und jede seinen Beitrag dazu leisten und hier entsprechend die Aufträge in der Region vergeben. Es hilft jeder Einkauf, jeder Auftrag in der Region, um die Arbeitsplätze und auch natürlich die Ausbildungsplätze abzusichern. Ein großes Thema sind ja auch Rabattschlachten, die sind befürchtet worden im Handel, im klassischen Handel und wohl auch eingetreten. Gibt es diese Rabattschlachten ebenso im Handwerks- und Gewerbebereich? Also im Handwerks- und Gewerbebereich geht es um sehr viel Qualifikation und um, wie Sie schon auch gesagt haben, um Einzelanfertigungen, um individuelle Anfertigungen. Aber das Handwerk und Gewerbe ist enorm breit aufgestellt. Und so breit unsere Branchen sind, so vielfältig ist auch die Betroffenheit mit Corona. Denken wir nochmal an den Baubereich. Der Bau ist ja eine Lokomotive, eine Wirtschaftslokomotive, die viele Gewerke hinten nachzieht, die ganzen Ausbaugewerbe, Bauhilfsgewerbe. Und das ist auch ein sehr stabiler Faktor immer, betreffend auch der vielen Arbeitsplätze im Bau, in der Bauwirtschaft gesamt. Und hier sehen wir, haben hier auch, wie voriges Jahr gestoppt wurde, haben wir gerade den Baubereich weiterarbeiten können, weiterführen können. Das ist natürlich für
die gesamte Wirtschaft in Österreich ganz ein wichtiges Thema, eine wichtige Maßnahme. Aber auch hier sehen wir, dass die wegbrechen, die Aufträge, die wir ja mit einem großen Auftragspolster ursprünglich voriges Jahr gehabt haben, dass die immer weniger werden. Und da sieht man auch wieder den Zusammenhalt und den Zusammenhang mit anderen Bereichen und vor allem auch mit dem Tourismus oder auch öffentliche Aufträge. Hier braucht es unbedingt Wachstumsimpulse, um diese Krise abschütteln zu können. Da ist ja zu befürchten, dass auf den Tourismus jetzt leider Gottes längere Zeit keine wirklich großen Impulse kommen können. Der öffentliche Bereich soll da einspringen, um sozusagen hier das Ganze wieder in die Waage zu bringen. In diesem Zusammenhang gibt es ja auch die Forderung nach einem neuerlichen sogenannten Handwerkerbonus. Den hat es ja bereits gegeben, etwa rund um den ersten Lockdown, auch vor einigen Jahren, auch noch aus einem ganz anderen Zusammenhang. Jetzt gibt es ihn aktuell aber eben nicht. Welche Erfahrungen können Sie denn berichten? Wie war dann die Situation vor einem Jahr, als man dann versucht hat, mit diesem Handwerkerbonus wieder ein Stimuli zu bringen? Ja, also der Handwerkerbonus ist natürlich ein großer Wirtschaftsimpuls, richtet sich an private Auftraggeber und das könnte hier schon diese Delle wieder ausmerzen. Also 2014 bis 2017 hat der Handwerkerbonus sehr, sehr gute Dienste geleistet. Das wäre ein Instrument, das wir gesehen haben, das sehr erfolgreich ist und den wünschen wir uns wieder oder den brauchen wir unbedingt wieder. Und zwar wollen wir einen Handwerkerbonus neu haben, der höher dotiert ist und noch breiter aufgestellt ist. Es ist ja so beim Handwerkerbonus, dass für Arbeitsleistungen hier eine Förderung gegeben wird. Also wir stellen uns jetzt vor, dass bis zu 20.000 Euro an Aufträgen bei Arbeitsleistungen refundiert wird. Das wären pro Haushalt 5.000 Euro. Der Handwerkerbonus ist ja für Modernisierung und Renovierung des Wohnraums gedacht und wir möchten das auch ausweiten auf Außenbereiche, also Garten, Zäune, Garagen, Carport etc. Und wir wollen gerne diesen für 2 Jahre haben und unsere Betriebe brauchen das natürlich, um diese Auftragsstelle im Baubereich und insgesamt im Bauneben und bei Hilfsgewerbe hier abzudecken. Und Das heißt, um's anders zu formulieren, das wäre ein Viertel Refundierungssumme bei einem Auftragsvolumen von bis zu 20.000. Das ist sozusagen der Deckel. Ganz genau. Und wir dürfen nicht vergessen, der Handwerkerbonus hat eine enorme Hebelwirkung, weil ja dann weitere Aufträge folgen, beziehungsweise natürlich auch Material verbraucht wird. Es hat mehr als 1,3. Wir stellen uns vor, 50 Millionen Euro mindestens pro Jahr hier an Fördermitteln zur Verfügung zu stellen, dass der Staat das zur Verfügung stellt für den privaten Bereich. Das wären hier über 5.000 Arbeitsplätze, die damit geschaffen werden könnten und über 300 Millionen Euro an Wachstumsschub, an Wertschöpfung könnte man hier damit regenerieren. Und ganz zum Schluss noch. Ganz, jetzt ganz wichtig für die Betriebe. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist eine Win-Win-Situation für alle. Für den Auftraggeber, also für den privaten Auftraggeber, der hier einen entsprechenden Nachlass bekommt, einen 25% Nachlass auf die Arbeitsleistung und für die Betriebe, natürlich für die Arbeitsplätze und auch für den österreichischen Staat, für den Finanzminister, dass ich auf längere Frist, und das haben wir beim ersten Handwerkerbonus ja gesehen, auf längere Frist das auf jeden Fall rechnet. Ja, ein Appell sozusagen auch an den Finanzminister, dass das so kommen wird, ist in Verhandlung derzeit, man wird sehen. Beim letzten Mal hat es ja dann doch relativ rasch auch doch geklappt. Renate Scheichelbauer-Schuster, vielen Dank für Ihre Zeit, danke für den Einblick in den Riesenbereich, den Sie da zu verantworten haben, auch gegenüber der Politik, aber den zigtausenden Mitgliedsbetrieben ja, und allen, die jetzt wieder geöffnet haben, alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Danke für Ihre Zeit. Ja, vielen herzlichen Dank, sehr, sehr gerne. Und ich appelliere noch einmal an die Menschen, dass wir da alle zusammenhalten, wenn wir
diese Maßnahmen mittragen, dann können wir hoffentlich einen weiteren Lockdown verhindern. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Boom, 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 boom.